Wort von einer Liste. Ich habe sie abgearbeitet, die von mir erstellte Liste. Ich habe sie selber erstellt und jetzt selber abgearbeitet, jedes Wort durchgestrichen und jetzt erfülle ich sie. Und wäre ich in einem amerikanischen Grossraumbüro in einer 90er-Jahre-Serie, würde ich meine selber erstellte und abgearbeitete Liste jetzt locker aus dem Handgelenk in einen extra Bedarfdeckel in Papierkorb rühren und ich würde töpfen und ich würde befriedigt lächeln und ich wäre erfolgsversprechend. Aber das entspricht ja nicht der Realität. Ich hocke nur da mit meiner verknurrten Liste in der Hand jedes Wort durchgestrichen. Dann kann sie die Wörter, die gestanden sind und jetzt nicht. Aber sie kommen mir nicht mehr in den Sinn. Als hätte ich einen Witz erzählt, den niemand lustig findet, ausser ich kichere leider vor mich hin. Und das ist so trostlos. Und trotzdem wäre ich froh, mich für jemanden zu sehen. So, das wäre mir ein Trost. Danke, dass du das mit uns teilst. Aber deine Trostlosigkeit ist dir ganz allein. Schnuff ein und aus, gang an die frische Luft raus. Raus kannst du ja nur, wenn du noch mit dir bist. Und das bist du ja bereits, also bleib doch einfach dort. Und schreibe neue Listen ganz für dich. Sie stimmt, verdienst du, bist unabhängig. Du bist emanzipiert, ich gratuliere dir. Und wenn nicht mir, dann gratuliere dir doch einfach selber. Wieso nicht? Du bestimmst, für was, wenn